Schönen guten Abend, Miss. Ich sagte guten Abend. Lassen Sie mich in Ruhe. Was ist denn? Sie sind aber nicht sehr freundlich zu mir. Das ist nicht nett, denn eigentlich bin ich ein netter Kerl, Lady. Würden Sie mir bitte aus dem Weg gehen? Ich war unterwegs. 6 Monate lang. Und jetzt komme ich zurück und versuche freundlich zu sein. Warum versuchen Sie nicht woanders freundlich zu sein? Hat er Sie belästigt, Mrs. McClure? Machen Sie sich keine Sorgen, Horst. Es ist nichts passiert. Wenn ich was tun kann. Sie sagte, es ist nichts passiert. Möchten Sie, dass ich Sie nach Hause begleite, Ma'am? Nein, das brauchen Sie nicht. Danke, Horst. Also dann. Na dann. Horst! Totos. Mr. Jenkins, er wird doch ordentlich beerdigt. Das wäre ja einer von Ihnen, Horst. Danke, Sir. Ja. Boil them cabbage down, down, turn them whole cakes round, round. The only song that I can sing is boil them cabbage down. Wish I had needle and thread as fine as I could sew. Sew that gal to my coat sleeves, down the road I'd go. Oh. Verzeihung, ich kam gerade in die Stadt. Ich habe davon gehört. Ich weiß Ihre Freundlichkeit zu schätzen, aber ich würde meinen Bruder gerne selbst begraben. Horst, warte. Ah, ich möchte ihm gerne sagen, wie leid es mir tut. Ich weiß. An Ihren Blicken sehe ich, was Sie denken. Ich bin nicht hier, um Ihnen Ärger zu machen. Ganz sicher nicht. Was passiert ist, ist passiert. Ich kann nicht sagen, wie es war. Ein Urteil liegt mir fern. Wir hatten auch vor, Ihren Bruder ordentlich zu begraben, mein Freund. Ich bin auch für Ordnung, ja, das ist wahr. Aber er war mein Bruder. Und wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann würde ich ihn gerne selbst begraben. Würden Sie mir bitte behilflich sein?
Ich danke Ihnen allen. Und ganz besonders denen, die so viel für meinen Bruder übrig hatten, dass sie ihm dieses Begräbnis ermöglicht haben. Danke. Ja, Molly. Boiling cabbage down, down, turn them whole cakes round, round. The only song that I can sing is boiling cabbage down. Wish I had needle and thread as fine as I could sew. Sew that gal to my coat sleeves, down the road I'd go. Boiling cabbage down, down, turn them whole cakes round, round. The only song that I can sing is boiling cabbage down. Wir sollten den Zaun ausbessern. Ja. Hast du eigentlich gehört, was ich gerade gesagt habe? Es tut mir leid, Joe. Ja, wir sollten ihn ausbessern. Deine Schuldgefühle bringen dich noch um, Horst. Das ist nicht gut. Es verfolgt mich eben. Ich kann den Tod eines Menschen nicht so einfach abschütteln. Wir alle wissen, dass du ihn nicht töten wolltest. Ich kriege es einfach nicht aus meinem Kopf. Es verfolgt mich überall hin. Hoss, es ist passiert. Du kannst es nicht mehr ändern. Versuch es zu vergessen. Du hast recht. Ich muss es vergessen. Lass uns jetzt den Zaun reparieren. Na also, wir werden etwas Draht brauchen und... Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I seem. Glory, hallelujah. Sometimes I'm... Oh, guten Tag, Gentlemen. Was machen Sie da? Ich heb ein Grab aus. Für meinen Bruder. Sie wollen ihn hier begraben, auf unserem Land? Es ist ein wunderbarer Ort. Er ist wie geschaffen für Arthur. Sie sollten wissen, dass mir die Sache mit Ihrem Bruder furchtbar leid tut. Ich weiß, dadurch wird er nicht wieder lebendig, aber ich wollte nur, dass Sie das wissen. Sie können ihn hier nicht begraben. Es geht wirklich nicht. Es tut mir leid, wir können es nicht zulassen. Oh, ich schäme mich. Ich sollte mich wirklich schämen, ja. Ich weiß, was Sie fühlen und ich verstehe das auch. Es tut mir leid wegen der Unannehmlichkeiten. Ich hätte es mir denken können, aber in meiner Trauer... Ich werde es wieder zuschicken. Danke, Gentlemen, danke trotzdem. Komm, Joe. Nobody knows the trouble I seem. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I seem. Glory, hallelujah.
Clinch Mountain. I ain't got no home. I'm drunk as the devil. Oh, leave me alone. Rye whiskey, I know you of old. You robbed my poor pockets of silver and gold. Rye whiskey, rye whiskey, I cry. If I don't get rye whiskey, I surely will die. If the ocean was whiskey and I was a duck, I'd swim to the bottom and never come up. Rye whiskey, rye whiskey, rye whiskey, I cry. If I don't get rye whiskey, I surely will die. Woher kennen Sie so viele Lieder, Mister? Ich bin ein bisschen in der Welt rumgekommen. Und wie lange wollen Sie jetzt noch hier bleiben? Solange ich meine Waren verkaufen kann. Meine Frau könnte einige Töpfe und Pfannen gebrauchen. Kommen Sie vorbei und bringen Sie Ihre Ware mit. Das ist nett von Ihnen, Mr. Gilbert. Wirklich sehr nett. Jetzt möchte ich noch was hören. Ist mir eine Ehre, sehr gern. When he was a cowboy, he learned to throw the line. He learned to pocket money and also dress so fine. He went out on the prairie to learn to kill and steal. When he killed a cowboy, how happy he did feel. For working he's not able, and begging he's too low. But killing is so dreadful, to the gallows he must go. Hören Sie auf! Was hast du, mein Freund? Dieses Lied. Es ist nur ein Lied über die Prärie. Es hat nichts weiter zu bedeuten. Ich habe Ihren Bruder getötet und Sie hassen mich dafür. Warum sprechen Sie es nicht aus? Dich hassen? Du irrst dich, mein Freund. Ich hasse niemanden. Ich wollte dich nicht verletzen. Ich habe dir verziehen. Jemand, der einen anderen Menschen getötet hat, braucht Verzeihung. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich bin nur ein friedlicher Hausierer, mein Freund. Und das ist auch schon alles. Ich bezahle Ihnen all Ihre Auslagen. Und Sie verschwinden noch heute Nacht. Das ist nett von dir, wirklich. Aber es ist nicht nötig. Du willst mir doch nur alles abkaufen, weil du dich schuldig fühlst. Das dürfte wohl reichen. Behalte bitte dein Geld. Vergebung kann man nicht kaufen. Vergebung ist ein Geschenk. Heute Nacht erst spät nach Hause gekommen. Ja, Sir. Ich konnte nicht schlafen und da bin ich noch mal in die Stadt geritten. Obwohl es ein harter Tag war? Vielleicht war es sogar gut, dass ich es getan habe. Wie kommst du darauf? Ich habe Bolling getroffen. Dem solltest du aus dem Weg gehen, Hoss. Ich habe was von ihm gelernt. So, was denn? Er hat seinen Bruder begraben. Und wisst ihr wo? Direkt an der Straße nach Virginia City. Jedes Mal, wenn ich jetzt in die Stadt reite, werde ich an seinem Grab vorbeikommen. Weißt du, Hoss, er kann seinen Bruder begraben, wo immer er will. Pa hat recht. Du solltest die Sache jetzt endlich vergessen, Hoss. Ich würde ja gern. Aber er lässt mich nicht. Er hat hier nichts mehr zu suchen. Sein Bruder ist begraben. Dann kann er doch gehen. Ja, sicher könnte er das. Dann will ich wissen, warum er noch hier bleibt. So. Es gibt Dinge, die passieren einfach. Unfälle. Schuldlos verursacht. Du kannst nichts dagegen tun. Das Beste ist, die Sache einfach ruhen zu lassen. Pa, ich finde es heraus. Es geht nicht anders. Ich muss es tun. Reitest du auch weg? Ich fürchte, Hoss könnte Ärger bekommen. Man sollte ihn im Auge behalten. Ich habe ihn erzogen, dass er selbst auf sich aufpassen kann. Nein, das sehe ich anders, Pa. Adam hat recht. Wir sollten auf Hoss aufpassen. Und ich würde es viel besser finden, wenn ihr beide jetzt den Wagen beladen würdet. Wo willst du denn hin?
Oh, mir fiel gerade ein, dass ich in die Stadt reiten sollte, um ein paar Vorräte zu besorgen. Merkwürdig. Was meinst du? Er hat doch erst gestern Vorräte geholt. Tja, aber er würde Hoss nie hinterherreiten. Er hat ihn doch so erzogen, dass er auf sich selbst aufpassen kann. Ja, ja, aber jetzt werden wir den Wagen beladen. Ich bin auf der Suche nach Clarence Bolling. Er ist weg, gleich nach dem Feuer. Welches Feuer? Wovon sprechen Sie? Du weißt, wovon ich spreche, Cartwright. Von Bollings Wagen. Er brannte wie Zunder. Wie ist das passiert? Hat's jemand gesehen? Weißt du das wirklich nicht? Weiß einer von euch, wo er jetzt ist? Er ist da drin. Seine Verbrennungen an den Händen sind Gott sei Dank harmlos. Hallo, mein Freund. Ich will mit Ihnen reden. Tu dir keinen Zwang an. Unter vier Augen. Warum sollten wir Geheimnisse haben? Wir sind unter Freunden. Ich sagte, ich habe mit Ihnen zu reden. Mein Freund, lass mir meinen Frieden. Stehen Sie auf! Boss, jetzt gehst du zu weit. Sie halten sich da raus. Und Sie bleiben, wo Sie sind, Bolling. Er provoziert Sie sonst so lange, bis er einen Grund hat, sich zu erschießen. Das reicht, Gilbert. Das reicht. Hier, nehmen Sie das. Pa, ich muss... Du gehst heimlich. Aber Pa... Na, geh schon. Du bist ein gewalttätiger Mann, mein Freund. Das ist gefährlich. Mr. Bolling, ich bin Ben Cartwright. Freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Mr. Cartwright. Mein Sohn ist kein gewalttätiger Mann. Er bedauert, was er Ihrem Bruder angetan hat. Ich tue es ebenfalls. Das ist nett von Ihnen, Mr. Cartwright. Aber es ist vorbei. Mein Sohn ist da anderer Meinung. Er hat das Gefühl, dass Sie sich an ihm auf irgendeine Art und Weise rächen wollen. Niemand hat das Recht, sich zu rächen. Und schon gar nicht ein armer Hausierer wie ich. Wieso verlassen Sie da nicht die Stadt? Was hält Sie hier? Ich weiß es nicht genau. Sehen Sie, heute Morgen ist mein Wagen abgebrannt und ohne Ware kein Geld. Wohin soll ich gehen? Tut mir leid, was mit Ihrem Wagen passiert ist. Aber wann werden Sie endlich weiterziehen? Tja, Mr. Cartwright, das kann ich noch nicht sagen. Ich denke drüber nach, Sir. Ich denke drüber nach. Guten Morgen, Sir. Boil 'em cabbage down, down, turn them whole cakes round, round. The only song that I can sing is boil 'em cabbage down. Wish I had needle and thread as fine as I could sew. So that gal, my coach leave down. Einen schönen Tag, Ma'am. Wenn man mir den Weg richtig beschrieben hat, sind Sie Mrs. McClure? Ja. Ich hoffe, Sie halten mich nicht für aufdringlich, Ma'am, aber ich darf mich vorstellen, mein Name ist Clarence Bolling. Sie sind der Hausierer? Ja, so ist es, Ma'am, ja. Aber ich kann auch ganz gut zupacken, also mit Ihrer Erlaubnis, Ma'am. So. Sie sollen gesehen haben, wie man meinen Bruder erschossen hat.
Können Sie mir erzählen, wie es genau passiert ist, Mrs. McClure? Ich rede nicht gern darüber, Mr. Bolling. Oh, entschuldigen Sie bitte, Mrs. McClure, dass ich Sie noch einmal daran erinnert habe. Ich hoffe, Sie vergeben mir, Ma'am. Ich schätze, mir fehlen einfach ein bisschen die Manieren. Schon gut, Mr. Bolling. Boil them cabbage down, down, turn them whole cakes round, round. The only song that I can sing is boil them cabbage down. Boil them cabbage down, down, turn them whole cakes round, round. The only song that I can sing is boil them cabbage down. Stehst hier und starrst ins Feuer. Was soll das werden? Warum gehst du nicht ins Bett wie Adam und Little Joe? Weil ich muss nachdenken, Pa. Ich sag dir was, Junge. Das Beste wird sein, wenn du diesen Bolling aus dem Weg gehst. Pa, was meinst du, was ich tun soll? In ein Loch kriechen und darauf warten, dass er die Stadt verlässt? Aber du kannst ihn nicht aus der Stadt vertreiben, Hoss. Er hat dieselben Rechte wie wir. Wo ich auch hinsehe, ich sehe in sein Gesicht. Im Feuer, im Fenster. Sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Yes, my Lord. If you get there before I do. Now, Judd. Mr. Cartwright. Judd, warum singst du dieses Lied? Ich weiß nicht. Ich hatte einfach Lust, ein bisschen zu singen. Woher hast du es? Das Lied? Ich hab's aufgeschnappt. Von einem netten Hausierer. Sing es nie wieder, ja? Tut mir leid, Mr. Cartwright. Ich bin in Ordnung. Hallo, Ben. Na, Jungs? Was führt dich denn hier rauf, Fred? Ach, die Pflicht. Seit wann arbeitet ein Hilfs-Sheriff auch sonntags? Es hat sich da was ergeben und der Sheriff will, dass ihr es wisst. Was ist denn passiert, Fred? Ich fürchte, es wird eine Untersuchung geben. Eine Untersuchung? Du brauchst dich nicht darüber aufzuregen, Hoss. So ist das Gesetz. Wieso? Das verstehe ich nicht. Was ist passiert, Fred? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich kann nur sagen, dass die Papiere ausgefertigt werden. Der Sheriff hat angeordnet, dass dein Sohn Hausarrest hat. Also, Horst, du bleibst hier auf der Ranch. Was bedeutet das für mich? Darf ich nicht mehr in die Stadt? Dann müsste ich dich festnehmen, Horst. Du wirst alles Weitere hier abwarten. War das jetzt alles, Fred? Ja, das war's, Ben. Ich wollte, ich hätte es verhindern können. Sicher? Es gibt also einen Prozess. Weißt du, eine Untersuchung heißt noch lange nicht, dass man dir einen Prozess macht. Was sagst du so? Ich werde dir sagen, was geschieht. Nicht doch, Horst. Sie werden hierher kommen und mich vor Gericht zerren. Dann wird die Witwe McClure noch mal aussagen.
Doch diesmal wird sie gegen mich aussagen. Ihr wisst ja, mit wem sie in der Kirche war. Das ist doch nun wirklich absurd, findest du nicht auch? Pa, ich werde keine Chance haben. Was? Wenn ein Prozess, dann noch ein fairer Prozess. Dafür werde ich schon sorgen. Und jetzt sollten wir uns um ein paar andere Dinge kümmern. Was hast du vor? Du hast gehört, was der Chef sagte. Du bleibst hier, wir reiten allein. Weswegen? Wir werden dem Sheriff ein paar Fragen stellen. Kommt, Jungs. Das mag ja alles sein. Aber ich für meinen Teil bin der Ansicht, wir wissen immer noch nicht genau, was passiert ist. Wir wissen nur, dass der Sheriff sagt, die Witwe habe es gesehen und das sei für ihn ausreichend. Ich sage euch eins. Sieht sehr nach Sonntag aus, nicht? Nein, das tut es nicht. Ben, die Gemüter sind erhitzt, glaub's mir. Das bedeutet, dass man über Hoss redet. Und deswegen gibt es eine Untersuchung? Ja, wisst ihr, es wurden einfach zu viele Fragen gestellt, auf die ich keine Antworten geben konnte. Und das bedeutet? Das bedeutet, dass ich diese Papiere fertigstellen muss, um sie Hoss übergeben zu können. Ich finde, das geht alles zu schnell. Die Leute sind aufgebracht. Sie fordern einen Prozess. Und deshalb wird die Sache untersucht und Hoss bekommt die Vorladung. Roy, wenn es eine Untersuchung in dieser Sache gibt, dann werde ich sie nicht verhindern. Gut. Aber eine Sache macht mir Sorgen. Du sagst selbst, die Leute reden. Ein Mann, der sich unter solchen Voraussetzungen der Anklage stellt, für den gibt es nicht immer die nötige Gerechtigkeit. Nur mal halblang, Ben. Ich konnte bisher noch bei jedem Prozess für Gerechtigkeit garantieren. Hoffentlich. Mach jetzt die Papiere fertig. Ich bringe sie Hoss. Nein, ich werde mitkommen. Und ich werde Hoss zu seiner eigenen Sicherheit hierher bringen. Du tust, was du tun musst. Das verstehe ich. Nobody knows the trouble I see. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I see. Jack, ich hatte dich doch gebeten, das Lied. Glory, hallelujah. Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Was wollen Sie hier? Ich will nichts Besonderes, mein Freund. Was für ein Tag, hm? Was haben Sie hier zu suchen? Tja, ich wollte dir die Neuigkeiten selbst überbringen, mein Freund. Verschwinden Sie. So, lass mich doch ausreden. Die Leute in der Stadt sind unruhig. Natürlich nur Gerüchte, doch wer weiß. Es wäre doch möglich, sie bereiten sich darauf vor, dich zu holen. Dein Daddy ist in die Stadt geritten. Er hat es selbst erlebt. Die Leute sind oft unberechenbar in ihren Gefühlen und dann handeln sie ohne Verstand. Sie werden rauskommen und dich einfach aufhängen. Das wäre doch schade. An einem Sonntagnachmittag aufgehängt zu werden, das wäre doch traurig, hm? Ich sagte, sie sollen gehen. Es ist besser für sie. Warte einen Moment. Ich versuche doch nur, dir zu helfen. Hör mal, ich habe mal einen gesehen, den Sie aufgeknüpft hatten. Ich kann dir sagen, es gibt Schöneres, mein Freund. Er baumelte sacht im Wind. Es war ein entsetzlicher Anblick. Hoss, was machst du hier?
Ich bringe diesen Kerl um! Ganz ruhig, Hoss. Wie ist das passiert? Ich kam, um Frieden mit ihm zu schließen, und er ging auf mich los. Lügt, das ist eine Lüge, Pa! Ich komme, um ihm zu vergeben, und er muss verrückt sein, absolut verrückt. Tragen Sie Waffen. Sheriff, ich trage lediglich Güte und Liebe in meinem Herzen. Sie können mich gerne durchsuchen, wenn Sie wollen. Na ja. Er ist tatsächlich unbewaffnet. Hoss, dein Pa und ich, wir sind uns einig, dass du fürs Erste in der Stadt am sichersten aufgehoben bist. Er hat recht, Hoss. Ihr bleibt hier. Ich reite mit Horst in die Stadt. Hören Sie, Mr. Cartwright. Es tut mir leid. Wirklich leid. Wird etwas kühlen. Danke sehr, Ma'am. Sie sind sehr liebenswürdig. Ich bin Ihnen wirklich dankbar. Sie sollten trotzdem zum Arzt gehen. Ja, der kann mir auch nicht helfen, Ma'am. Die sichtbare Wunde ist nicht die einzige. Ich kann einfach nicht verstehen, wie Hoss so etwas tun konnte. Er ist unbeherrscht, jähzornig. Er ist ein Mensch, der nicht überlegt, was er tut. Es war einfach brutal von ihm. Ich würde über ihn nicht zu hart urteilen, Mrs. McClure. Glauben Sie mir, ein jähzorniger Mensch ist sein eigener Feind. Er ist über mich hergefallen, ohne nachzudenken. Wahrscheinlich hat er so auch meinen Bruder getötet, Ma'am. Mr. Bolling. Ich glaube nicht, dass er Ihren Bruder töten wollte. Ja, da bin ich sogar sicher. Ich kenne natürlich die Umstände nicht. Und ich würde Sie ja auch nie danach fragen. Ich achte natürlich Ihre Gefühle. Sie wollen nicht darüber reden. Mr. Bolling, vielleicht sollte ich doch darüber reden. Vielleicht sollten Sie es doch wissen. Ich wollte Sie nicht bedrängen, Ma'am. Ganz gewiss nicht. Ich bin abends allein nach Haus gegangen. Und Ihr Bruder hat mich belästigt. Er war betrunken. Oz wollte mich beschützen. Er sagte ihm, er solle mich in Ruhe lassen. Und die Schießerei? Ihr Bruder zog seine Waffe. Oz kämpfte mit ihm und dabei löste sich ein Schuss. Es hätte auch umgekehrt sein können. Sie konnten also ganz genau sehen, wer abgedrückt hat. Es war doch dunkel, Ma'am, oder? Es war dunkel. Doch ich konnte sie deutlich kämpfen sehen. Und dann haben Sie es genau so dem Sheriff erzählt. Ja. Nun ja. Sie dachten wahrscheinlich, dass damit alle zufrieden sein würden. Ich kann Ihnen sagen, die Leute denken da anders. Sie zerreißen sich die Mäuler, sie stellen Fragen. Sie werden Ihre Geschichte bei der Untersuchung noch mal erzählen müssen. Wenn es sein muss, werde ich es tun. Ma'am, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, aber ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Was wollen Sie, Mr. Bolling? Mein Bruder hat einen Fehler gemacht und das bedauere ich aufrichtig. Ich hätte ihn nicht aus den Augen lassen dürfen. Auch das bedauere ich. Jetzt ist er tot und ich habe mir gedacht, was schadet es noch, wenn wir ihm wenigstens seine Ehre lassen. Was meinen Sie? Ich habe mir gedacht, dass Sie vielleicht etwas Freundlicheres in der Untersuchung über Arthur sagen könnten. Vielleicht, dass er unschuldig erschossen wurde. Aber das wäre doch nicht die Wahrheit. Was ist Wahrheit, Ma'am? Die Wahrheit ist nie eindeutig. Sie sagen, dass Hoss Cartwright und mein Bruder miteinander gekämpft hätten. Und dann fiel der Schuss. Es könnte doch auch einer von Ihnen absichtlich abgedrückt haben. Wie können Sie also sicher sein, dass es ein Unfall war?
Es scheint, dass wir Besuch bekommen. Guten Abend, Mrs. Mechle. Mr. Cartwright? Ich kam vorbei, um mit Ihnen zu reden. Bitte kommen Sie doch rein. Danke. Guten Abend, Mr. Cartwright. Sie hatte ich hier nicht erwartet. Ah, wie es aussieht, bin ich Ihnen wieder mal zuvor gekommen. Mrs. McClure, ich hatte gehofft, wir könnten unter vier Augen reden. Was Sie auch sagen wollen, sprechen Sie es aus. Wissen Sie, es wird ja nun wahrscheinlich doch zu einem Prozess kommen. Es geht um Mord. Wir wüssten gern, ob Sie in der Verhandlung Ihre Aussage auch wiederholen. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Sie sagten dem Sheriff, dass es ein Unfall war. Ich weiß, ich... Was ist mit Ihnen, Miss McClure? Ich sagte, es könnte vielleicht so gewesen sein. Nun, Sie sagten dem Sheriff, dass Hoss und dieser Mann gekämpft hätten und dass es ein Unfall gewesen sei. Wissen Sie, ich sah Sie ja auch kämpfen und dann ging der Revolver los, aber wie es genau passiert ist, das kann ich nicht sagen. Mrs. McClure, von Ihrer Aussage wird das Leben meines Sohnes abhängen. Sie sind der einzige Zeuge, den er hat. Er ist auf Ihre Aussage angewiesen. Ich tue, was ich kann. Dessen bin ich sicher. Danke für Ihr Verständnis. Ich bin so verwirrt. Ich muss unbedingt zum Sheriff. Roy, ich weiß, dass draußen bei Mrs. McClure etwas Sonderbares vorgeht. Ach, Ben, Mrs. McClure ist eine gute, ehrliche... Würdest du mir jetzt zuhören? Gern. Warum ist Molling ausgerechnet jetzt bei ihr? Ich... Und warum ist Mrs. McClure sich ihrer Aussage nicht mehr sicher? Das weiß ich nicht, doch ich kenne kein Gesetz, das es Hausieren verbietet, Kunden zu besuchen. Sicher gibt es ein Gesetz nicht, das weiß ich selbst, aber du könntest sie doch warnen, dass ich von diesem Molling nicht beeinflussen lassen soll. In Ordnung, gut. Wird morgen als erstes erledigt. Und warum nicht jetzt sofort, Roy? Du siehst, ich bin allein hier. Ich kann dich nicht hier lassen, dass du deinen eigenen Sohn bewachst. Ich hatte es dir ja gesagt, Pa. Ich wusste es genau. Horst, er hat sie doch nur besucht. Da war sie natürlich verwirrt, aber das hat doch alles nichts zu sagen. Sie wird ihre Aussage ändern und dann bin ich ein toter Mann. Sag das nicht, Horst. Ich hätte mich nie vom Sheriff hierher bringen lassen dürfen. So darfst du nicht denken. Du musst dich der Verantwortung stellen. Hör zu, Horst. Ich warte nicht bis morgen. Ich bringe Mrs. McClure heute Abend hierher. Ich schnitze gern, Ma'am. Es hilft einem, die Ruhe zu bewahren. Und in so einer Lage muss man die Ruhe bewahren. Mr. Bolling, glauben Sie, dass Sie mit der Bedrohung was erreichen? Ich bedrohe Sie, Ma'am? Ich sagte ja schon, was ist Wahrheit? Ich möchte nur sicher gehen, dass Sie die richtige Wahrheit erzählen. Aber Sie machen mir Schwierigkeiten, Ma'am. Sie wehren sich gegen meine Wahrheit. Und das gefällt mir nicht. Ganz und gar nicht. Wollen Sie noch ausgehen, Ma'am? Nein, mir ist kalt. Ich wollte das Feuer anzünden. Sie enttäuschen mich. Das finde ich schade. Einen unschuldigen Hausierer erschießen. Lassen Sie mich bitte los. Jetzt wird's langsam ungemütlich, bedauerlich. Wie kann ich Sie mit der falschen Wahrheit gehen lassen? Aber es gibt eine Lösung. Und ich habe sie hier in der Hand.
Flur? Aussage nicht ändern wollte, hat er mich umbringen wollen. Wir gehen sofort zum Sheriff. Was willst du, Horst? Ich will hier raus, Roy. Ich glaube nicht, dass... Horst. Roy, ich möchte es nicht tun. Leider habe ich keine andere Wahl. Horst, du machst einen großen Fehler. So, Roy, nun lassen Sie mich raus. Jetzt rein. Das wirst du noch bereuen. Das mag sein, Roy. Aber ich weiß, dass ich nichts mehr zu verlieren habe. Satteln und dann verschwinden wir. Roy! Ich bin hier in der Zelle. Miss McClure, Sie setzen sich erst mal. Was? Roy, was ist passiert? Ross hatte einen Revolver und jetzt ist er geflüchtet. Dann sollen wir lieber Ross finden, bevor er Balling findet. Die Schlüssel liegen im Mann. Hier ist es. Der Große, in der Mitte. So. Danke, Ben. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Wie fühlst du dich, mein Freund? Darauf habe ich gewartet. Jetzt wirst du erfahren, wie es ist, getötet zu werden. Aber so leicht lasse ich dich nicht sterben. Wenn sie uns finden, wird es wie Selbstverteidigung aussehen, mein Freund. Du greifst mich an und ich erstech dich dann leider in Notwehr. Das ist ganz einfach. Genauso einfach, wie es für dich mit meinem Bruder war. Kommst du mit? Nein, ich kann jetzt nicht. Chad und ich, wir haben zu tun. Oh, mein Gott, wie süß. Hey, Joe, Adam, seht mal, was Chad hier hat. Hey, wie viele sind's denn, Pa? Vier bis jetzt. Die streunende Katze, die du aufgelesen hast? Ja, Sir. Ich wusste nicht, worauf ich mich da einlasse, als ich ihr zu trinken gegeben habe. Nun werde ich ihren Namen ändern müssen. Deswegen. Bisher hieß sie Sam.